Schon heute erhalten wir permanent Anreize, unsere privaten Daten weiterzugeben. Zum Beispiel über soziale Netzwerke. Mit dem Internet der Dinge wird das Ganze nochmal eine ganz neue Dimension erhalten. Vernetzte Fahrzeuge, Kühlschränke, Zahnbürsten, Armbänder werden Daten unseres täglichen Alltags erfassen. Vielleicht auch ohne, dass uns das bewusst ist. Im Internet der Dinge liegen natürlich große Innovationschancen für Wohlstand, für Bildung, für Gesundheit. Fakt ist aber auch, das Internet der Dinge ist kommerzialisiert. Die Daten sind die neue Währung. Das muss aber nichts Schlechtes sein. Währungen ändern sich im Laufe der Geschichte. Wir müssen jetzt aber lernen, mit dieser neuen Währung umzugehen. Und wir müssen lernen, den Wert dieser neuen Währung einschätzen zu können. Denn dass private Daten, wie zum Beispiel Karriere, wie unsere Lebensweise, wie unser Wohnort, einen sehr hohen Wert haben, sehen wir daran, dass Internetunternehmen zu exorbitanten Preisen verkauft werden. Wir brauchen dringend ein neues Wertesystem, wie wir mit dieser neuen Informationsökonomie umgehen. Denn um zu entscheiden, wem wir Zugriff auf unsere Daten geben, müssen wir genau wissen, was mit diesen Daten passiert. Wenn wir das nicht wissen, müssen wir darauf vertrauen, dass die Daten nicht zu unserem Schaden oder zum Schaden von anderen eingesetzt werden. Das erfordert natürlich, dass wir einen zeitgemäßen Datenschutz haben, der uns maximale Sicherheit bietet, der aber auch Innovationen nicht hemmt. Das ist ganz wichtig. Die Initiative D21 begleitet die Gesellschaft auf dem Weg ins digitale Zeitalter mittlerweile seit 15 Jahren. Denn viele Menschen sind von dem schnellen technologischen Fortschritt durchaus überfordert. Ziel muss es doch aber sein, dass alle Menschen in der digitalen Gesellschaft sich reflektiert und souverän bewegen können. Und das heißt zukünftig halt auch, souverän mit der Währung Daten umgehen zu können. Bei diesem Prozess müssen wir vor allem Kinder und Jugendliche mitnehmen. Denn digitale Kompetenzen werden zukünftig auch ganz stark im Unterricht und in der Schule vermittelt werden. Das Internet der Dinge könnte hier ganz viele Innovationen für den Unterricht bieten. Denken Sie zum Beispiel an den Geschichtsunterricht mithilfe der Datenbrille. Das könnte sehr viel spannender gestaltet werden. Oder denken Sie daran, wie Armbänder im Sportunterricht eingesetzt werden könnten, um die Teamerfolge zu erfassen, vielleicht direkt zu visualisieren. Und denken Sie daran, wie Lehrer und Schüler zukünftig zusammenarbeiten könnten über vernetzte Plattformen, wie sie gemeinsam Projekte gestalten könnten. All das motiviert und schult Kinder natürlich auch im Umgang mit digitalen Medien, aber auch im Umgang mit Daten und deren Wert. Gerade wenn es um unsere Kinder geht, können die Chancen der Digitalisierung natürlich nur erschlossen werden, wenn wir auch die Risiken beachten. Und als gemeinnütziger Verein, die Initiative D21, setzen wir uns dafür ein, dass die Entscheider und die Interessensgruppen aus Politik und Wirtschaft zusammen an einen Tisch gebracht werden und dass dieser Diskurs qualitativ geführt wird, der Diskurs über Daten in unserer heutigen Welt. Ich bin ganz fest überzeugt, dass wir vor einem gesellschaftlich-technologischen Wandel stehen und dass wir lernen werden, umsichtig mit unseren Daten umzugehen, weil Daten die neue Währung sind.